Mein Name ist Melanie Rabe, ich lebe in Köln, ich bin Schriftstellerin und Podcasterin und ich befasse mich aus Eigennutz mit dem Thema Kreativität, weil ich natürlich jeden Tag selbst damit zu tun habe. In meinem Buch beschreibe ich, dass Kreativität uns in unserem Leben eine große Hilfestellung bieten kann, weil ich glaube, dass es psychologisch ganz, ganz gesund ist, wenn wir uns ausdrücken. Und weil ich glaube, dass wir durch den Einsatz von Kreativität lernen, uns selbst zu helfen. Denn Kreativität hat ja nicht nur mit Kunst und all solchen wunderschönen Dingen zu tun, sondern ist ja auch oft ganz pragmatische Problemlösung. Und ich glaube, je häufiger wir selber merken, dass wir ein Problem selbst anpacken können und eine Lösung für finden können, vielleicht sogar ohne die Hilfe von anderen Leuten, dass uns das wahnsinnig resilient macht und dass wir uns dadurch natürlich auch andere Dinge zutrauen. Und das meine ich mit Kreativität, richtig ausgeübt, macht uns mutiger. Ich habe da tatsächlich mit kleinen Schritten begonnen. Ich habe nicht nach dem Abitur angefangen, rumzulaufen und zu sagen, ich werde Schriftstellerin. Ich habe journalistisch gearbeitet, nebenher Geschichten geschrieben und habe mich da ganz, ganz vorsichtig hinbewegt. Bin übrigens auch, das nur nebenbei, auch gar nicht der Meinung, dass das kreative Glück erst da beginnt, wo wir Geld damit verdienen. Also ich war schon eine glückliche Schriftstellerin, bevor ich meinen ersten Buchvertrag hatte. Ich glaube, die beste Erklärung davon, was Introvertierte von Extrovertierten unterscheidet, hat Susan Cain geliefert. Die hat einen sehr viel beachteten Bestseller darüber geschrieben, der heißt Quiet oder Still auf Deutsch. Und Susan Cain erklärt, dass Introvertierte ihre Batterien, ihre metaphorischen Batterien aufladen, wenn sie alleine sind und stille Tätigkeiten ausüben und dass Extrovertierte ihre Energie von anderen Menschen beziehen und deswegen gerne unter anderen Menschen sind. Und das finde ich sehr treffend, vor allem auch, weil es Introvertierte nochmal abgrenzt von Schüchternen, was ja wirklich wieder oft Überschneidung hat, aber was anderes ist. Und ich glaube, dass es sich lohnt, da mal hinzuschauen, weil Introvertierte beruflich, auch in kreativen Feldern, einen großen Wert haben und ich glaube, Fähigkeiten besitzen, Dinge machen können, die Extrovertierten schwerfallen und umgekehrt natürlich auch. Ich glaube, Introvertierte, weil sie nicht so viel Input von anderen brauchen, können sich sehr lange in Themen versenken, können sehr, sehr gut zuhören, ohne auch das Bedürfnis haben, sich ständig selbst zu äußern, was hier in unserer Gesellschaft sehr zelebriert wird, aber es hat definitiv einen Wert, auch mal in Ruhe zuzuhören, ohne ständig reinzugrätschen. Und davon verästeln sich natürlich ganz, ganz viele Mikrofähigkeiten, die da alle dranhängen. Und dieses lange still an etwas arbeiten, einen Roman könnte man zum Beispiel nicht schreiben, ohne diese Fähigkeit, glaube ich. Oder es wäre zumindest sehr, sehr schwer. Also ich glaube, der einfachste und auch universellste Tipp, den ich da hätte, wäre, neugierig zu bleiben und Kreativität wirklich in den Alltag zu integrieren oder diesen offenen, kreativen Blick in den Alltag zu integrieren. Ich glaube, Inspiration und Ideen kommen nicht, wenn ich jetzt in dem Meeting sitze oder am Schreibtisch sitze und die brauche, sondern weil ich die vorher gesammelt habe und weil ich das so ein bisschen nebenher permanent mache. Und ich glaube, da ist es vollkommen egal, ob ich gerade irgendwie 6 Monate durch Südamerika reisen kann, ob ich diesen Luxus habe oder ob ich irgendwie gerade, wie ich, in Schreibklausur bin oder ob ich irgendwie eine 60-Stunden-Woche habe und von Meeting zu Meeting hetze. Zwischendrin gibt es immer Momente, wo man mal gucken kann, die Person, die mir gerade den Kaffee zubereitet, wie sieht denn die eigentlich aus? Oder man steht in der Post an der Schlange und hat die Gelegenheit, sich andere Menschen anzuschauen oder wirklich mal den Blick zu weiten. Oder wenn ich immer den gleichen Weg zum Supermarkt gehe, wenn ich schon nicht einen anderen Weg nehme, um da ein bisschen was zu entdecken, könnte ich mir zum Beispiel sagen, heute gucke ich mal bewusst nach oben und dann sehe ich Dinge, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also ich glaube, Kreativität auf dem einfachsten Level hat mit Wahrnehmung zu tun. Und wenn wir die schulen, sind wir schon relativ weit und entdecken ständig Neues, weil wir sehen jeden Tag Milliarden von unterschiedlichen Bildern und Einflüssen. Und dann, ganz wichtig, es klingt so banal, aber das macht mir mein Leben so einfach, wenn ich irgendetwas Interessantes sehe, dann schreibe ich mir das auf.
Und es muss nicht jeder ein Notizbuch haben, wie eine Journalistin oder eine Autorin. Aber wenn ich irgendwas Interessantes sehe und wenn es ein Plakat ist, dann mache ich schnell ein Foto, wenn ich es mir nicht aufschreiben will. Oder ich scribble was in meine Notizen-App auf dem Handy. Und irgendwann habe ich einen ganz, ganz reichen Fundus an inspirierenden Dingen. Und wenn ich gerade die Zeit lese oder die Süddeutsche und da ist was Spannendes drin, dann reiße ich das raus und lege es mir irgendwo hin. Also sich solche Kreativitätsordner, seien sie digital, seien sie analog, anzulegen oder seien sie im Kopf, das ist irgendwie das Wichtigste, weil da holen wir dann die Dinge raus, wenn wir sie brauchen. Kreativität per Definition und vor allem nach meiner Definition hat mit Problemlösung zu tun. Das ist manchmal so ein bisschen versteckt, vor allem in der Kunst. Aber alles in allem geht es ja immer darum, ein Problem zu lösen. Und wenn es ein kreatives Problem ist. Und ich glaube, je öfter wir Probleme lösen, desto klarer wird uns, dass wir das ja können und dass wir gar nicht immer ideale Umstände brauchen. Und selbst in der Kunst gibt es viele Beispiele dafür, dass die idealen Umstände nicht unbedingt kreativer machen. Ein Beispiel wäre die Musik. Wenn wir schon mit 4 Geigen und Klavier und, weiß ich nicht, Kontrabass Unterricht bekommen, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass wir mit 18 super versierte PianistInnen oder InstrumentalistInnen sind. Aber wenn wir diesen Zugang nicht haben, aber kreativ offen sind, kann es sein, dass wir vielleicht eine ganz, ganz andere Musikform erfinden oder Musik machen, die es vorher noch nicht gab. Also ich glaube, perfekte Umstände sind nicht unbedingt die Freunde von Kreativität. Die sind vielleicht die Freundinnen und Freunde von Perfektion oder von glatter Genauigkeit und von technischem Können. Aber Hip-Hop wäre sicherlich nicht erfunden worden, wenn die Jungs und Mädels, die ihn erfunden haben, alle Instrumente gehabt hätten. Die hatten keine Instrumente und dann haben die gebeatboxt und dann haben die gerappt und dann ist etwas Neues entstanden. Und ich finde, daran sieht man ganz gut, dass eine Einengung in den Mitteln oder in den Möglichkeiten Kreativität quasi erzwingt. Kreativität kann auch anders passieren, aber wenn man nicht alles hat, ist man gezwungen, kreativ zu werden. Und das passiert dann auch häufig. Und für die einfachen Zeiten heißt das tatsächlich häufig, dass wir uns diese etwas beengteren Umstände selbst bauen müssen. Und das kann wirklich hilfreich sein. Ich mache das ständig im Schreiben. Das kann eine zeitliche Begrenzung sein, wie eine Deadline. Es wird auf jeden Fall etwas Kreativeres dabei rauskommen, wenn ich nicht 30 Jahre daran sitze. Und vor allem wird es fertig werden, aber das ist ein anderes Thema. Und es kann auch heißen, dass ich mich in meinen Mitteln beschränke. Also meiner Erfahrung nach, wenn mir wirklich alles offen steht, dann bin ich eher blockiert als kreativ, weil ich mich dann, für irgendwas muss ich mich ja entscheiden. Und ganz häufig ist es so, dass dass wirklich aus einem kontrollierten Mangel etwas Interessanteres entsteht. Also ich glaube, wenn wir im Alltag kreativer sein wollen, dann kommen auch ganz, ganz schnell andere Menschen ins Spiel. Und eine Kreativform, die ich sehr schön finde, sind Random Acts of Kindness zum Beispiel. Hat der eine oder die andere vielleicht schon mal gehört. Da geht es tatsächlich darum, auf sehr zufällige Art und Weise nette kleine Dinge für andere Menschen zu machen. Das könnte jetzt sein, dass wir gerade im Coffeeshop an der Schlange stehen und wenn wir unseren Kaffee bezahlen, geben wir der Barista 5 Euro mehr für den Kaffee der Person hinter uns und der Rest ist für sie. Oder wir setzen ein Buch aus, das wir ausgelesen haben und mochten, stecken einen netten kleinen Zettel rein, viel Spaß beim Lesen, ich hoffe, dieses Buch findet genau die richtige Person und lassen es in der Bahn liegen oder auf der Parkbank, wenn es nicht regnet. Und diese Dinge kann man endlos weiterspinnen. Und das Tolle an denen ist, nicht nur, dass sie nett sind und für die Menschen, die da spontan, unerwartet beglückt werden, sicherlich auch so ein kleiner, idealerweise so ein kleiner Aha-Moment sind und für die so einen Raum eröffnen, ach, sowas kann passieren, sowas kann man machen, sondern man übt da auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für Kreativität. Das ist gar nicht banal. Man übt Gelegenheiten und Möglichkeiten und Chancen zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat, weil man auf diese Dinge für gewöhnlich nicht kommt. Und
auf Dinge zu kommen, auf die andere oder man selbst für gewöhnlich nicht kommt, ist ja die Essenz von Kreativität. Und das ist eine sehr spielerische Art, das zu üben, die auch noch Freude versprüht, was ein guter Nebeneffekt ist. Deswegen kann ich das sehr empfehlen.